English subtitle. Push the subtitle button. Ja, hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich bin hier in der schönen Schweiz. Ich würde sagen, in der tiefsten Schweiz, aber so tief ist es gar nicht. Wir sind nicht weit von der Grenze, gell? Relativ nah. Ja, genau, eigentlich Grenznähe Deutschland. Grenznähe. Bin beim Pascal Richter. Pascal hat ein paar super schöne Warane. Ich hatte ja den Aufruf, dass ich euch besuchen will. Pascal hat sich gleich gemeldet, hat gesagt, ja, genau. Komm vorbei. Und hat ein paar Fotos geschickt und er hat echt super schöne Terrarien, super schöne Tiere. Und die dürfen wir uns heute anschauen, oder? Ja, genau. Hier im Wohnzimmer habe ich halt nur ein Terrarium. Das meiste habe ich in meinem Hobbyraum unten. Und dann gehen wir jetzt mal runter schauen. Okay, eben nur eins, also nur ist schon mal ein riese Ding. Die Schweizer haben ja recht rigide Haltungsrichtlinien, gell, die ihr einhalten müsst. Genau. Schadet vielleicht auch nichts und dann kommen solche, also das, wenn es im ersten Moment sieht es aus wie zwei Terrarien, aber letztendlich ist es eins hier mit Durchgang und hier hast Stachelschwanzwarane drin, gell? Genau, die rote Variante, die Red Eckies. Red Eckies. Aus Kanada. Okay. Ja, einmal Kamera drehen. Da oben sitzt einer, gell? Genau. Und da hast du... Da habe ich jetzt 1.2, also ein Männchen, zwei Weibchen. Das Männchen kommt aus einer Schweizer Nachzucht. Und die zwei Weibchen, die habe ich aus Kanada importiert. Okay, gibt es da die schönsten... Ja, das sind eigentlich roten. Die schönsten roten Varianten. Genau. Und hast ein Männchen, zwei Weibchen zusammen hier im Terrarium? Und ja, die können sich hier auf diesen zwei Terrarien verteilen. Wenn es Streitereien gibt, geht die eine aus dem Weg. Und die anderen. Hier unten geht es durch, gell? Dann genau. Zeige ich euch mit mal den Durchgang. Hier mit Ablagehöhle. Du hast das genau. Mit HID. Mit HID-Lampen. Das sind jetzt 3x70 Watt HID und 2x50 Watt Halogen-Wärmestrahl. Mhm. Also hast 310 Watt genau. pro Hälfte 310 Watt drin. Genau. Okay, also auch. Einiges, was man natürlich an Strom reinstecken muss. Aber das wissen wir, dass wir das brauchen, ja. Ja, ist halt so. Sie kommen aus Australien. In der Winterruhe ist halt ein bisschen kühler. Aber im Sommer, da kannst du heizen, 40, 45 Grad. Das ist gerade bei denen so eine Wohlfühltemperatur. Genau, da kommen die dann gerade erst in Schwung, gell? Genau, ja. Ja. Na schön, dann gehen wir weiter einen Stock runter. Tiefer zu den weiteren Terrarien. Das ist der Argus-Waran drin. Hier in der Schweiz sieht man schon die Panzertüre. Okay, also du musst, wenn du hier Warane hältst, musst du eine 20 cm Stahltür einbauen, damit der Waran nicht abhauen kann, oder? Genau, ja, so in dieser Aussage. Nein, hier in der Schweiz haben wir halt noch eine Pflicht, einen Luftschutzbunker zu haben, in einem Haus oder im Wohnblock, je nachdem. Aber man kann es auch zweckentfremden. Von dem her ist alles erlaubt. Okay, also eben, das ist tatsächlich so, das ist ein Luftschutzbunker, ja? Und da hast du halt das Terrarium reingemacht. Genau, darfst du es, ja, klar, sonst müsste der Raum ja mal leer stehen. Ja. Witzig, okay, das hatte ich jetzt auch noch nie, dass wir im Luftschutzbunker Terrarium hatten. Na, guck, da oben sitzt er, ja. Perfekt. Okay. Ja, wunderhübsches Tier, gell? Ja, sehr hübsch. Varanus Panoptes Horni, den habe ich von einem Kollegen aus Polen. Den habe ich in der Schweiz dann importiert mit CITES-Papieren und allem. Genau.
Und der ist aber alleine noch da drin, oder? Der ist alleine, ja. Der wird auch nur alleine gehalten. Weil, wenn ich noch ein Weibchen dazu haben möchte, müsste ich noch mal so ein Terrarium haben, um die eben auch zu trennen. Genau. Ach was, okay. Ja, das sind die Schweizer Auflagen. Ach was, okay. Also da muss ich meine, das Ding hat ja so schon, wie viel Quadratmeter werden das sein? Das hat jetzt 6 Quadratmeter. 6 Quadratmeter Fläche. Okay, und jetzt für ein Weibchen, also du kannst jetzt nicht einfach ein Weibchen reinsetzen, sondern du brauchst nochmal ein Terrarium. Genau, ich brauche eine Trennmöglichkeit, falls sie miteinander nicht auskommen. Okay. Und das müsste ja, wenn die beiden sich nicht vertragen und nur streiten, bräuchte ich nochmal so ein Terrarium. Ja. Okay, okay. Na, das muss man natürlich nicht unbedingt verstehen, aber man muss sich wahrscheinlich dran halten, gell? Ja. Und dieser war dann, wird ja auch noch ein Stückchen größer, er ist jetzt 2-jährig. Was hat er so, 2,5 Kilo jetzt? Und Kopfrumpflänge wären die schon noch das Doppelte, oder? Und in der Schweiz sind sie auch haltebewilligungspflichtig. Da muss man extra einen Tag Sachkundenachweis machen über Großechsen. Ach was. Und nachher, wenn man so ein Tier halten möchte, muss man ein Terrarium bauen. Und dann kommt das kantonale Veterinäramt und nimmt dann eigentlich das Terrarium ab. Okay, verrückt. So dieses Imponieren. Das genau, ist so, das ist typisch für die Art. Das macht er immer. Macht er immer, okay. Und wie nah kann ich jetzt ran, wenn ich noch näher rangehe, dann... Ja, irgendwann fängt er dann an, mit dem Schwanz zu peitschen. Ah, okay, gut. Also. Und wenn du zu nah dran bist, dann beißt er. Okay, naja. Ja. Solange er nur nicht abhaut, weißt du. Nein, nein. Alles okay für die Kamera. Er darf mich peitschen, beißen. Ja, ja. Er darf nur nicht abhauen. Bekommt er nachher noch eine Maus, dass er so schön war. Gut, wie... Er hat erst überlegt, ja, ja. Ob er das vor dem Fremden hier annehmen soll. Aber wahrscheinlich, der Geist war willig, der Körper war schwach. Genau. Und jetzt ist er leider, ist er weg, jetzt haut er in die Röhre ab. Ja, jetzt ab, ist er oder? In die Röhre. Hat den Kork ab, guckt da hinten, wackelt ja, noch ein wackelt Kork. Noch was. Okay. Und jetzt haut er sich im Kork. Hat er sein Mäuschen rein, oder? Meinst du, macht er jetzt wegen mir, oder ist das... Ja, das ist immer so? Bei fremden Leuten. Okay, ja. Mich kennt er, bei mir bleibt er und frisst aha. Und alles, aber bei fremden Leuten ist er sehr skeptisch. Aha. Aber der kommt nachher wieder raus. Ja, ja. Ja, toll. Dann verlassen wir jetzt hier den geschützten Bunkerbereich. Genau. Ja, gucken wir in den nächsten Raum. Gut, dann gehen wir noch in den Nebenraum, der ist 30 Quadratmeter, da habe ich auch noch 2-3 Terrarien. 2-3 Terrarien. Nix, Leute, was die Schweizer Keller alles so hergeben. Wer würde das glauben? Genau, die Schweizer verstecken sich. Hey, guck, hier sehe ich gleich einen ganz hübschen Kerl hier. Das Weibchen, ja. Das ist... Spiele ich hier mal den Schlaumeier, das ist Varanus Reisingeri, gell? Genau, ja. Die gelben Baumwarane. Gelber Baumwaran. Können wir gerade noch einbauen, benannt nach dem Manfred Reisinger. Manfred Reisinger, ein wirklich Terrarianer, fast der ersten Stunde in Deutschland. Traurigerweise. Vor wenige Wochen, Monate in Neuguinea hat er sich Malaria eingefangen und ist an Malaria in Neuguinea in kürzester Zeit gestorben. Ja, traurige Geschichte, will euch nicht die Laune verderben damit. Aber einfach vielleicht in dem Moment kleines Gedenken an den Manfred Reisinger, weil er echt eine tolle Type war
und die Terroristen, die gerade im Varan-Bereich, ne? Varane und Kruste-Echse, Helodermas war er wirklich eine Koryphäe. Und von dem her möchte ich ihn hier in dem Moment erwähnen. Okay, also das ist Pärchen, sagst du, gell? Genau, hier habe ich ein Pärchen. Und von der sind schon adult, sind geschlechtsreif? Die sind oder? Adult und geschlechtsreif, die werden jetzt dieses Jahr 9-jährig. Genau. Und das Weibchen hat jetzt auch schon 2-3 Gelege gemacht. Ein Geleg habe ich noch im Inkubator. Bei den Waranen ist es halt so, man wartet ziemlich lange, bis die Kleinen schlüpfen. Ach was, ja? Die Inkubationszeit, ja, so lange? Inkubation bei den Baumwaranen ist jetzt bis zu 180 Tage. Also ach die Schande, okay. 6 Monate. Halbes Jahr? Ja. Bis, das ist natürlich... Genau. Deswegen stehen sie auch, die alle Waranen unterzieht es 2, oder? Ja, sicherlich ein Grund, gell? Nochmal kurz die Technik hier anspreche, wenn ich jetzt hier hochschaue. Genau. Ähnlich wie man es vorher schon bei der Acanthurus hatte. Ja, genau, hier habe ich. In der Relation nicht ganz so stark ausgeleuchtet, ja. Gell? Ja, ich hatte dich unterbrochen, hier hast du. Ja, hier habe ich 2x70 Watt HID-Lampen, dann 2x70 Watt HKI-Lampen und noch einen LED-Balken zusätzlich verbaut. Baumwarane brauchen es nicht so heiß wie die Acanthurus. Aber hier liegen wir auch schon bei 28, 29 Grad sicherlich. Aha, den LED habe ich erst gar nicht gesehen, der ist da in der Mitte, gell? Genau. Ja, jetzt sehe ich ihn. Aha, einfach nochmal für die Helligkeit, gell? Genau, ja. Und machst du bei denen irgendwas Winterruhe? Nein, bei den tropischen Baumwaranen macht man keine Winterruhe. Man kann im Winter ein bisschen die Beleuchtung verkürzen, 1-2 Stunden. Ja. Aber sonst sind sie immer aktiv. Ja. Na, aber jetzt super, ne? Also die sind ja wirklich absolut kameraaffin. Unglaublich. Und wirklich, diese zwei sowieso, das sind die besten. Also okay. Die sind immer aktiv, neugierig. Und das gefällt mir an den Waranen so, dass sie immer aktiv sind und neugierig sind. Das ist wirklich schön, mit denen auch zu arbeiten. Ja, ja. Eben, und du züchtest sie nach, hast du gesagt. Das heißt, genau, also von dem her, ich denke, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, die Haltung muss ja passen. Ja? Also das wissen wir alle bei Reptilien. Wenn die Haltung nicht passt oder das Klima nicht passt, dann züchte die natürlich auch nicht nach und schon gar nicht ein Waran oder sowas, ne? wo er doch nicht ja, wo ganz ein bisschen Idiote heikler ist. Genau. Ja. Parameter müssen halt stimmen und um die Paarung auch anzuregen, mache ich auch eine Monsunzeit, das heißt ein bisschen mehr beregnen das Terrarium und dann fangen sie an sich zu paaren. Okay. Genau. Und das machst du theoretisch in unserem Frühjahr sozusagen oder hast du ja bei uns im Winter ist eigentlich dann Monsunzeit so kann man sagen. Okay. Dann kann man einfach ein bisschen stärker beregnen und dann fangen die sich an zu paaren. Das ist der Auslöser, okay, genau, super, ja. Das hätte ich nämlich auch noch gefragt. Okay, ja, toll. Ja, Pascal, ich glaube, wir müssen einen Break machen, sonst werden wir leider zu lange. Das war Teil 1 der Warane der Schweiz. Was sehen wir noch im zweiten Teil? Kannst du ein bisschen was sagen, welche? Ja, sicherlich haben wir noch Varanus McRae, der blaue Baumwaran. Okay. Und sonst habe ich ja noch den Dorianus, der Blauschwanzwaran. Ein bisschen größere Echse noch. Aha. Und Clowerty habe ich noch gesehen. Clowerty haben wir und Pilbarensis habe ich auch noch. Pilbarensis, also wird definitiv interessant. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Das ist jetzt mehr oder weniger unsere erste Folge, wo ich jemanden zu Hause besuche. Mir gefällt es super. Ich finde es toll, auch mal wieder echt schön bei einem oder in so einer richtig tolle Terrarienanlage zu sein. Wenn ihr das Format gut findet, gerne Daumen hoch. Wenn ihr eine
eine Meinung oder eine Anregung dazu habt, gerne unten posten. Und natürlich Kanal abonnieren, dann seid ihr immer live dabei. Und nochmal der Aufruf von mir, wenn ihr sagt, okay, bei mir auch tolle Terrarientiere zu sehen, vielleicht jetzt nicht genau die gleichen, aber so einen Zufall gibt es wahrscheinlich gar nicht. Wenn ihr was habt, schickt mir eine E-Mail, ein, zwei Fotos von eurer Anlage und wie gesagt, bitte einigermaßen in meiner Nähe, so süddeutscher Bereich. Ja, Villingen-Schwenningen bin ich ja, also so ein, zwei Stunden Radius wäre super, meldet euch. Und ansonsten bis zur nächsten Folge Teil 2 mit dem Pascal und den Waranen in der Schweiz. Bleibt mir treu.